Willkommen zurück zu Let's Play Divine Divinity. Wir sind letztes Mal stehen geblieben in der Burg Eisenfaust, wo wir erfahren haben, dass Janus im Thronsaal jetzt auf uns wartet und dort irgendeine interessante Besprechung anscheinend jetzt so vor sich geht. Wir haben letztes Mal den Teddy da abgeben an Lila und jetzt, oha, jetzt geht's ab. Im Namen der Händlergilde möchte ich Herzog Janus danken, der von vielen als der Göttliche angesehen wird, von dem in der heiligen Prophezeiung des Räubenferol die Rede ist. Und ich darf euch versichern, dass Janus tatsächlich der Göttliche ist. Vor Beginn unseres eigentlichen Treffens möchte ich euch meine Partner vorstellen. Lauter ehrbare Händler und der königlichen Familie treu ergebene Männer. Dann sputet euch, guter Mann. Meine teure Lela wartet nebenan auf mich und ihr wisst, wie ungeduldig junge Geliebte sein können. O Göttlicher, erlaubt mir, euch den verdienstvollen Sire Tante von Vertistis vorzustellen. Neben ihm steht der ehrwürdige Sire Patrick mit seiner bezaubernden Familie. Und hier ist der gute Vater Theopholus, der sich von seinen umfangreichen zeremoniellen Verpflichtungen freimachte, um heute bei uns... Mein lieber Trevor, hier muss ich eure Rede leider unterbrechen, damit ich nicht vor Langeweile erstarre. Wie ihr wünscht, Göttlicher. Wir sind auf die Burg Eisenfaust gekommen, um den Krieg zu unterstützen. Uns ist zu Ohren gekommen, dass ihr einen Feldzug gegen die Orks plant. Ihr habt recht gehört. Und ich weiß euer Angebot zu schätzen. Ich will diesen Krieg beenden und die Orks vernichten, noch ehe der Winter anbricht. Ich wohne nicht gern in einem Zelt. Seid versichert, Göttlicher, dass wir euren Krieg in vollem Umfang unterstützen. Im Gegenzug für die versprochenen Steuersenkungen, nicht wahr? Ja, ja. Meine Verwalter werden die Verträge nachher unterzeichnen. Aber jetzt möchte die edle Elona einige Worte an euch richten. Ich danke euch, Göttlicher. Wie ihr hörtet, ist Janus über eure finanzielle Unterstützung sehr erfreut. Dies ist jedoch nicht genug. Es gibt noch immer Gegenden in Rivellon, in denen das unkundige Volk nicht vom Ruhm des Herzogs Janus weiß. Verbreitet die Nachricht, dass Janus der Erlöser der 7 Rassen ist. Nur dann werden wir genügend Unterstützung finden, die orkischen Truppen zurückzuschlagen und zu zerstören. Ich werde am Sonntag in meiner Predigt von Herzog Janus sprechen, edle Elona. Endlich ist die Zeit angebrochen, dass sich die Prophezeiung erfüllt. Die Prophezeiung hat sich in der Tat erfüllt. Bedenkt, der große Räubenferol schrieb, dass Janus einen weisen Berater und einen mächtigen Beschützer an seiner Seite haben würde. Wie wahr ihr sprecht, edle Elona. Ihr seid wahrhaftig die weise prophetische Führerin und der Held von Aleroth ist die Leibwache des Göttlichen. Wie wir sehen, sind die heiligen Worte Fleisch geworden. Ganz recht, Sir Patrick. Die Prophezeiung hat sich ganz und gar als wahr erwiesen. Sie sagt vorher, dass in schwierigen Zeiten der Göttliche erscheinen und sein Volk führen und behüten wird. Ich gebe euch mein allerheiligstes Wort, meine Kinder. Noch vor dem ersten Schnee des Winters werden die kriegerischen Horden der Orks vertrieben und wie Spreu in alle Winde verstreut sein. Bis zum Frühling werde ich die Armut restlos beseitigt haben und bei meinem heiligen Schwert. Wir werden alle in Frieden und Wohlstand leben. Gepriesen sei Herzog Janus, der Göttliche. Gepriesen sei Herzog Janus, der Göttliche. Wow, what the fuck? Was ist das für ein Lärm dort auf dem Gang? Ja, wer wagt es, dieses Treffen zu stören? Ich werde ihn hängen, egal wer es ist. Mir nach, Leibwache! Dort ist Janus, der falsche Göttliche. Töte ihn! Oh ja, bitte. Wow, Hilfe! Leibwache, rettet mich!
Nein! Ihr habt den Göttlichen nicht verteidigt. Herzog Janus musste seine heilige Hand erheben und sich selbst verteidigen. Oh, diese Schmach! Ihr hättet die Orks schneller töten sollen, Bauerntölpel! Habt ihr auch nur eine Sekunde überlegt, was geschehen wäre, wenn unser geheiligter Herzog Janus getötet worden wäre? Ich tat mein Bestes, aber es waren ihrer zu viele. Ich sage, erschlagt diesen Ausbund an Feigheit. Der Lohn für dieses Versagen sei der Tod. Lieber Vater Theophilus, dies sind barbarische Gefühle für einen Gottesmann wie euch. Es gibt im Übrigen auch Wege, einen Menschen ohne Todesstrafe leiden zu lassen. Was empfehlt ihr also, mit diesem Stück Feigheit zu tun, eure Heiligkeit? Das Schrecklichste, was einem Möchtegern-Helden widerfahren kann, ist der Verlust seines guten Rufes. Ich werde diese unfähige Kreatur aus der Burg werfen lassen. Denkt nur an das Leid. Die Position als Leibwache meines Allerheiligsten selbst beraubt und in Schande verstoßen. Wachen! Bringt diesen nichtswürdigen Abfall der Schöpfung fort! Ich muss erst etwas ablegen. Komm mit, Schurke! Und komm nicht auf den Gedanken, unterwegs etwas mitgehen zu lassen. Wird jetzt komplett rausgeworfen. Okay, dann habe ich eventuell den Gegenstand übersehen, was wir finden hätten sollen. Weil ich glaube, ich habe nicht alles mitgenommen und nicht alles geknackt an Schlössern und so. Mach, dass du fortkommst. Na los, schwing die Hufe. Ruf minus 15. What the fuck? Das ist ja abartig. Okay, wir haben trotzdem einen Ruf von 22. Aber trotzdem, das war jetzt ganz schön viel. Und mein Teleportationsstein ist auch noch immer nicht da. Und Zanderlei ist noch auf der Burg. Da ist jetzt irgendwie alles schiefgelaufen. Oh Gott, da ist wirklich jetzt alles daneben gegangen. Erstens einmal Punkt A. Wartet! Okay, doch nicht Punkt A. Darf ich euch unter vier Augen sprechen, Gezeichneter? Dann wisst ihr von meinem Zeichen? Gewiss weiß ich davon. Ich wusste, dass ihr das Zeichen tragt, seit ihr die Burg betratet. Es verleiht euch eine bestimmte Aura, falls ihr wisst, was ich meine. Später wurde ich zufällig Ohrenzeuge eures Gesprächs mit dem seltsamen weißen Kater, was meinen Verdacht bestätigte. Könnt ihr mir denn helfen, edle Elona? Ihr seid ein närrisches Geschöpf. Gezeichneter. Ich bin hier, um euch an einen geheimen Ort zu bringen. Dort können wir uns ausführlich über den weißen Kater weiter unterhalten. Mir gefällt euer Ton nicht, edle Elona. Ich glaube, ich werde eure freundliche Einladung ablehnen müssen. Und warum glaubt ihr, ihr hättet eine Chance, Bauer? Was wollt ihr von mir? Auch in der Folterkammer bekommt ihr nichts aus mir heraus. Setzt ruhig eure übelsten Methoden ein, Elona. Oder wer ihr auch seid. Wenn ich mit dem anderen Gezeichneten fertig bin, komme ich zurück. Dann werden wir uns amüsieren. In meinen Adern fließt Dämonenblut. Ich habe schon gefoltert, ehe ich laufen lernte. Glaubt mir, ihr werdet mir bald alles sagen, was ich wissen will. Super geil, jetzt habe ich keine Ausrüstung mehr, wir haben gar nichts mehr. Oh Mann. Ja. Punkt A, was ihr davor sagen wollt. Wir haben im Kampf, wo die Orks gekommen sind, nicht Magie eingesetzt, sondern sind in den Nahkampf gegangen. Finde ich ein bisschen komisch geskriptet, wenn man ein Magier ist, dann sollte man da schon irgendwie mit Magie kämpfen, finde ich. Punkt B, wie abartig gut kann Janus kämpfen, der die Orks gewonshottet, das hätte irgendwie auch so ein magisches Schwert irgendwie und geht halt voll ab. Punkt C, ich glaube, der Letzte, der was dagegen uns war, das war, glaube ich, Sir Patrick, den was wir ja eh irgendwie nur
ich glaube, belangen sollten irgendwie, weil dies das mit irgendwas, da sollte man, glaube ich, irgendwas von ihm klauen. Der hat auch gewagtes Wort gegen uns zu erheben, also der wird auf jeden Fall auch noch büßen. Punkt D, was jetzt noch dazu kommen ist, was ist sie für eine komische Hexe gewesen als diese Elona? Was war denn das jetzt irgendwie merkwürdig? Und warum sind aus dem Verlies, wo Zanderl anscheinend unten ist, warum sind da die Orks herkommen? Das ist alles sehr merkwürdig. Was muss ich denn da jetzt tun? Was kann ich hier nicht machen? Soll ich diese zerstörte Rüstung? Kann ich nichts machen. Ich kann doch nichts tun. Ich habe ein Fass und ich habe eine Rüstung. Was soll ich damit tun? Sonst halt gar nichts. Oder ist ein Schlüssel. Oder ist ein Schlüssel, kann ich mit den Orks reden? Schaut nicht so aus. Kann ich die Rüstung irgendwie dagegen werfen? Nö. Ah, die weiße Kratze, okay. What? Psst, tretet näher. Okay, weg da mit der Rüstung. Ich glaube, die brauche ich nicht. Diese Tür ist fester verschlossen als die Bierkasse eines Zwergs. Die Tür ist verschlossen. Ja, ich... ich kann nicht näher. Hier ist der Schlüssel. Und jetzt macht, dass ihr fortkommt. Das tat gut. Okay. Okay, da ist noch ein Ork. Ich mache mal zur Sicherheit jetzt... einen anderen Sicherheitssafe. Machen wir mal da an. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, was jetzt da unten passiert. Muss ich da jetzt eher Kämpfe meiden? Wo genau bin ich da? Ist Zanderlor auch da unten? Muss ich denn jetzt irgendwo finden? Wo kriege ich meine Ausrüstung her? Fragen über Fragen. Ich hoffe nicht, dass meine komplette Ausrüstung jetzt für immer weg ist. Das wäre... Wie wunderbar. Das wäre irgendwie zu lächerlich. Okay. Was haben wir da? Okay, ein leeres Verlies. Nett, nett. Nett, nett. Und ich kann wieder rennen, genau. Oh, wir können uns wieder schnell fortbewegen. Ist es ein Luxus? Ich bin das ja schon gar nicht mehr gewohnt. Okay, dann da können wir normal rein. Was haben wir da? Goldmünzen. Wir bedienen uns jetzt an allem. Da geht's nach oben. Vermutlich... Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, wir sind jetzt eigentlich im Kellergeschoss von Burg Eisenfaust. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Überall diese zerstörten Rüstungen. Ja, ich würde sagen, das war's aber da unten jetzt, oder? Ja, das war's. Okay, na passt. Dann gehen wir nach oben. Das war eine einfache Flucht. Ja, eure Sachen findet ihr in jener Truhe dort. Erkämpft euch den Weg aus diesem Verlies. Dann sehen wir uns draußen wieder. Ah, da oben ist unsere Ausrüstung. Das ist schon mal sehr gut. Ist Zanderlor vielleicht die Katze? Hm. Kann das sein? Ich habe keine Dietriche oder was? Ich brauche Dietriche, um Schlösser knacken zu benutzen. Ah! Okay, das war mir bisher auch noch nicht klar, muss ich sagen. Okay, da unten ist der Bronzeschlüssel. Dies muss der Schlüssel sein zu dem Raum, in dem meine Sachen liegen. Naja, vermutlich eben auch. Okay, dafür brauche ich also Dietriche, um den Schlösserknackenfähigkeit überhaupt zu benutzen. Okay, okay, ergibt Sinn. Das tat gut. Ernsthaft, das Spiel, ich muss jetzt... Ich hab noch nie in meinem Leben so einen dermaßen behinderten Gag gesehen. Ernsthaft jetzt, ich muss jeden scheiß Gegenstand da jetzt anklicken? Damit funktioniert das nicht. Das kann ich dafür nicht verwenden. Seriously, Spiel? Damit funktioniert das nicht. Ey, ist das selten behindert. Kurze Pause, ich muss jetzt das Inventar wieder sortieren, ich muss uns wieder ausrüsten. Ich muss alles mit uns machen. Das kann ich dafür nicht verwenden. Das beschissen gemacht. Das kann ich dafür nicht verwenden. Also so gute Spieler damit bisher war. Ich muss erst etwas. Nichts über Komfortfunktionen, aber das ist wirklich. Das ist ja Frechheit. Was soll denn das? Also ja, wie gesagt, bis gleich. Ich muss erst etwas ablegen.
Okay, ich glaube, ich habe halbwegs wieder aufgeräumt. Also die Tränke so halb hat irgendwie sortiert. Das passt jetzt irgendwie schon wieder. Was mir auffallen ist, da haben wir irgendwie... Ich muss erst etwas ablegen. Keine Ahnung, woher wir den Trank eigentlich haben. Dieses Gewürzfläschchen scheint ein unsichtbarer Zaubertrank zu sein. Kein Wunder, dass der Koch bei dessen Verwendung sonderbare Nebenwirkungen bemerkte. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woher wir das haben. Irgendwo haben wir das wahrscheinlich nochmal gekriegt. Also lasst es mir bitte wissen, woher das ist. Und wofür ich das eigentlich brauche, ist mir jetzt auf jeden Fall mal auffallen. Ausgerüstet sind wir wieder vor, also soll soweit eigentlich alles halbwegs gut passen. Das kann ich nicht verwenden. Und dann schauen wir mal, ob wir da irgendwo einen Fluchtweg da aus diesem Verlies finden und da irgendwie rauskommen. Aber ich würde mal sagen, das wäre ja gelacht, wenn uns das nicht gelingen würde. Dann einmal muss ich echt sagen, also das finde ich ein bisschen beschissen, einfach geskriptet. Dass sich das Spiel nicht einfach merkt, wie unser Inventar vorher ausgeschaut hat, das irgendwo zwischenspeichert und dann einfach, wenn wir die Ausrüstung wieder kriegen, einfach alles wieder an den Platz legt, wie es vorher war. Weil da jetzt wirklich alles einzeln da rausklicken und ein paar Sachen sogar nur extra rausziehen, weil ich sie nicht direkt anklicken kann, das ist irgendwie, also wirklich, das einfach beschissen gemacht. Also da kann man gern, keine Ahnung, lass es eine Stunde sein für irgendeinen Programmierer, dass er das sauberer hinskriptet, aber so, das ist meiner Meinung nach fast schon Frechheit. Sowas nervt mich. Sowas verstehe ich nicht. Das macht immer ein schlechtes Bild, finde ich, von Spielen, was einfach nicht sein muss. Weil wirklich, das kostet keine Stunde an halbwegs vernünftigen Programmierer, dass er das besser hinkriegt. Als wie den Murks da. Das ist einfach nur traurig. Okay, was ist der Brunnen der Magie und was ist der Brunnen der Heilung? Vermutlich heilen mit E, gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Ich muss erst etwas ablegen. Den Satz kriegen wir jetzt übrigens. Ich habe nicht den passenden Schlüssel für dieses Schloss gefunden. Den Satz kriegen wir jetzt übrigens immer, dieses ich muss jetzt etwas ablegen, das ist einfach, weil wir überfüllt sein. Aber wenn ich Gegenstände einfach nur umsortiere im Inventar, dann ist es, dann sind wir wieder überladen und er sagt den Spruch. So. Okay, maximale Heilung habe ich eigentlich vermutet gehabt, ja. Und wenn ich das trinke, vermutlich Mana, oder? Ja, irgendwie klar. Okay. Da vorne sind massig Feinde. Okay, aber nur Untote. Ja, Stahlkrieger, die kennen wir eigentlich alle schon. Also das sind jetzt eigentlich eher machbare Gegner. Das habe ich, da habe ich jetzt nicht allzu viel Respekt davor. Also die schaffen wir eigentlich ohne weiteres. So, da oben wäre dann schon einmal eine verschlossene Tür. Und anscheinend hat die Hexe da auf jeden Fall, die Ilona, hat auf jeden Fall irgendwie die Künste der Nekromantie auf Lager. Ich meine, sie hat zwar gesagt, sie ist mit Dämonenblut besessen, also es ist auf jeden Fall irgendwie so eine Unterweltkreatur. Das haben wir ja schon einmal erfahren von ihr. Die Frage ist jetzt aber nur noch, ist Janus auch einer? Also auch so ein Dämon, der was irgendwie verzaubert ist? Weil offensichtlich ist ja... Diese Ilona ist ja irgendwie verzaubert. Also das. Sie hat jetzt da unten eher so. Ja, wie so eine kleine Hexe oder so eine Hexendämonin irgendwie ausgeschaut. Und oben ist ja eher so ein normales Mädel, halt eben, ja. Halt Ilona ist sie in der normalen Welt. Und eventuell ist Janus auch so ein dreckiger Schuft. Brot braucht man nicht. Karotte braucht man nicht. Das braucht man eigentlich alles nicht. Ich werde jeden Level jetzt davon verließ ziemlich gründlich durchgehen. Also ich werde schauen. Vielleicht ist das nämlich irgendwo Zandalor Anno gefangen. Den würde man natürlich gerne retten. Wenn möglich. So, wie sind die Tränke noch belegt? Ja, passt, die sind noch gut belegt. So, jetzt ist aber die Frage. Benutzt man lieber momentan einmal kleine Tränke, wenn es unbedingt sein muss? Oha. Rockwall! Was will uns das Spiel damit sagen? Vermutlich, dass das eine Felsenwand ist, mit der er aber nichts momentan machen kann. Weil ich kann einfach durchgehen. Aha. Ich muss erst etwas ablegen. Okay, what? Ich muss erst etwas ablegen. Ist das jetzt ein Bug oder darf ich da wirklich einfach durchgehen? Ich muss erst etwas ablegen. Los. Weiß nicht, ich bin mir teilweise eben nicht ganz sicher, ob mein Spiel da hundertprozentig sauber funktioniert. Das macht mir ein bisschen das Sorgen. Das tat gut. Ich muss erst etwas ablegen. Ich kann jetzt da auf jeden Fall, ich habe mal problemlos da jetzt durch die Wand gehen können. Ablegen.
Ich muss erst etwas abnehmen. Wir haben nämlich einmal schon in diesem Orklager unten, da haben wir ja schon einmal, wo ich das erklärt habe mit den Tiles, da haben wir ja schon einmal ein Teil gehabt, was eben nicht blockiert hat, wo ich einfach durchgehen habe können oder was mir nach oben bewegt hat. Ja, würde sagen, keine Ahnung, nehmen wir das einmal da so hin, dass das da keine wirkliche Wand ist, sondern dass ich da einfach hindurchgehen kann. Wie David Copperfield durch die chinesische Mauer. Warum auch nicht? Schießt der Feuerpfeile? Was geht mit ihm ab? Und irgendwie tun die Skelette, ich weiß nicht warum, aber sie werden nicht immer von meinen Feuerbällen getroffen. Teilweise blocken sie die einfach. Ich weiß nicht, wie sie es machen, aber sie blocken sie auf jeden Fall. Oh Gott, ist das ein Riesengebiet. Es wird schon wieder ziemlich unübersichtlich, muss ich sagen. Okay, da sind zwei Feinde. Nehmt Stacheln, meine Feinde. Okay, wir können da schon... Eigentlich können wir da schon einfach so ein bisschen draufhalten. Und wir haben bald Level 24, sehe ich gerade. Geile Sache! Allzu viele Gegner sind es nicht mehr, oder? Was fehlt uns denn nur 52 oder 528.000? 552.000, okay. Ja, ich muss erst etwas ablegen. Vieles ist tatsächlich wirklich nicht mehr. Boah, aber viele Feinde sind da, sehe ich gerade. Das ist ja wirklich nervig. Was mir auch ein bisschen, was ich ein bisschen vermisse, irgendwie, wenn man so an den ersten Dungeon erinnern bei den Katakomben, da hat es ja relativ oft irgendwo so Kerzen gegeben und irgendwelche Spezialsachen, wo dann ein Skelett irgendwie heraufbeschworen worden ist. Oder kann dann dieser Zombie, der was uns dann begleitet ist, erschienen ist und sowas. Und irgendwie gibt es jetzt momentan bei den Dungeons, was wir jetzt bisher so gehabt haben, gibt sowas eher weniger bis eigentlich gar nicht mehr. Also mir kommt vor allem Katakomben bei den ersten Dungeons da. Da haben sie sich megamäßig Mühe gegeben. Und bei den anderen Dungeons, da ist so... Ich muss ja, erst etwas ablegen. Es ist jetzt nicht schlecht, aber nicht so gut gemacht, als wie die Katakomben am Anfang, muss ich sagen. Schau da, ich kann... Jawohl, ich kann die Kerze schon... Bitte... Oha, schau. Okay. Wenn man vom Teufel spricht, ich will nichts gesagt haben, das Spiel ist trotzdem genial. Es tut jeden Dungeon da göttlich einfach... Göttlich designen! Willkommen in der Höhle der Illusion! Hahaha! Seltsames Schwert, okay. Dieses uralte Schwert scheint von einer seltsamen magischen Aura umgeben, die verhindert, dass es jemand benutzt. Die Inschrift lautet: Drei müssen zusammenkommen, ehe zwei geopfert werden, so wirst du eins behalten und die heilige Macht gewinnen. Was? Was? Noch einmal, verstehe ich ganz. Drei müssen zusammenkommen, ehe zwei geopfert werden. So wirst du eins behalten und die heilige Macht gewinnen. Okay. Speichern wir mal kurz. Würde für mich bedeuten, drei Schwerter vielleicht da. Schwert 1. Schwert 2. Ja, lass mir den Dolch einmal das Schwert durchgehen. Schwert 3. Okay, nicht wirklich. Kann den da irgendwo ablegen? Nein, anscheinend nicht. Weil jetzt meine Idee gewesen, drei Schwerter da in diesen Kreis da oder in diesen Stern da reinzulegen. Und da werden zwei Schwerter geopfert und aus diesem... Aha, die verschwinden dann immer. Also ich kann die gar nicht anklicken. Das ist irgendwie witzig gemacht, das hat was. Okay, jetzt vermute ich aber schon langsam wieder, dass die Rockwall da unten dann eigentlich verbuggt war, weil da habe ich jetzt irgendwie eine Kerze auslöschen müssen, damit die Wand einbricht und unten habe ich einfach durchgehen können. Das war ein bisschen komisch. Oh, schaut's an. Herrlich. Level up! Wir sind Level 24, meine Freunde, danach. Wir machen alles damit Stacheln tot. Einfach, weil wir es können. Okay. Jetzt bin ich gespannt, was wir für Level 24 Zauber haben. Jetzt kriegen wir nämlich die finalen Zauber als Magier. Ich muss erst etwas ablegen. Ich bin schon einmal vorgewarnt worden. Ich soll mir nicht allzu viel erwarten von diesen Zaubern. Also es wird nichts Tolles sein, wie jetzt eben in Diablo 2, was ich da öfters angesprochen habe. Sowas wird es eben anscheinend nicht werden. Oha. Da drüben sehe ich Licht.
Eventuell ein geheimer Durchgang irgendwo, aber ich sehe es momentan nicht da. Da wäre auch wieder. Na, vielleicht ist es einfach der normale Durchgang. Aber schauen wir es uns trotzdem an. So, wir haben jetzt einmal prinzipiell Fähigkeiten. Nein, wir haben prinzipiell Statistiken. Da geben wir auf jeden Fall jetzt mal alles rein und eventuell können wir da, wenn wir jemals unsere Pyramide wieder zurückkriegen oder nach Alaroth kommen, unsere Gottesrüstung anziehen. So, dann haben wir jetzt gespeichert. Dann würde ich sagen, dann schauen wir uns jetzt nur die zum Abschluss da die Level 24 Zauber an. Elementarhagel. Wie wunderbar. So, wie schaut das aus? Okay. Anderen für sich ganz nett. Aber bringt's, das ist die Frage. Was macht das Schaden? Muss ich mal jetzt kurz durchlesen. Schaut jetzt irgendwie nicht so mega. Also vom Effekt her ganz nett. Aber vom Nutzen her. Ihr überschüttet eure Feinde mit einem ätzenden Schauer aus elementarer Energie. Jeder Funke macht Schaden. Dieser Spruch macht Feuer- und Blitzschaden. Okay. Könnte theoretisch nützlich sein. Elementarschlag, ein Mix aus elementarer Energie, wird auf euren Gegner geschleudert, der daraufhin vergiftet, verbrannt und elektrisiert wird. Okay, das klingt noch mächtiger. Herrlich. Wie schaut das grafisch aus? Okay, das ist es, oder was? Okay, kann ich auch mit Rechtsklick spammen, wie ich will. Weiß nicht, sind aber momentan ziemlich teure Zauber. Die Frage ist von daher eben, wollen wir sie wirklich haben? Bin ich mir nicht ganz sicher. Dann, was haben wir da? Ihr sendet einen sich schlängenden Flammenfluss aus, der beim Kontakt mit eurem Gegner explodiert. Mhm. Das tat gut. Schauen wir uns das einmal an. Okay. Kann ich das A spammen? Ja, das kann man spammen. Okay, ja, wären eigentlich bisher, muss ich sagen, eigentlich alles ganz nette Zauber. Kostet aber momentan zu viel Mana. Das können wir dann vielleicht, wenn wir so 5, 6 Level-Ups mehr haben, können wir die dann vielleicht einmal erlernen. Weil ich glaube, momentan vom Schaden, was ich jetzt da so gelesen habe, ist jetzt nichts Überwältigendes. Was haben wir denn da noch? Dämonischen Gehilfen herbeirufen. Ihr beschwört einen Ritter aus der Dämonenwelt herbei, der euch im Kampf Unterstützung leisten wird. Okay, was haben wir da oben gekriegt? Dies ist ein mächtiger und nützlicher Unsichtbarkeitsspruch, der eure Feinde verwirrt zurücklässt. Naja, das klingt mächtig nutzlos. Okay, wie wunderbar. Was können wir da für einen Beschwörer uns holen? Okay. Ja, aber den... Ja, den kann ich auch wieder nicht kontrollieren momentan. Also von den Beschwörungen halte ich eher Abstand. Schaut nett aus, aber boah, bringt uns jetzt momentan, glaube ich, nicht die Welt. So, unsere normalen Zauber können wir nicht upgraden. Wir können Weisheit erlernen. Sollen wir das tun? Ja, warum wir nicht wieder noch mehr Erfahrung? Herrlich. Gehen wir auf Weisheit. Nächstes Mal mit Stufe 30, dann 10% mehr Erfahrung. Passt ganz gut. Okay, dann würde ich sagen, war es das für diesen Part. Und nächstes Mal schauen wir dann, dass wir uns da aus dem Verlies da irgendwie dann befreien können. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Divine Divinity. Macht es gut und ciao, ciao.